Der AMS-Algorithmus ist ein automatisches System, das Menschen bei der Jobsuche aktiv diskriminiert. Er zementiert bestehende strukturelle Probleme noch weiter ein und wurde einfach ohne öffentlichen Diskurs, ohne wissenschaftliche Basis und ohne Rechtsgrundlage eingeführt. Anhand intransparenter Kriterien sortiert der Algorithmus Menschen in drei Kategorien vor. Der Entscheidungsprozess ähnelt einem Glücksspiel, das auf Vorurteilen über Herkunft, Wohnort, Alter oder Geschlecht beruht. Ausgestattet mit Flyern, Shirts, Stickern und Buttons haben wir uns also auf den Weg gemacht und an Veranstaltungen auf der Straße in Wien und Graz teilgenommen. Auch am Tag der Arbeitslosen waren wir eingeladen, unsere Arbeit zu präsentieren. Wir haben auch selbst ein Panel veranstaltet und Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Verbände und die Datenschutzbehörde dazu eingeladen. Die zuständigen Beamten und Minister aus dem AMS und dem Arbeitsministerium verweigerten leider den Dialog. Bei unserer Aufklärungskampagne war uns wichtig, sowohl mit Kundinnen als auch mit Mitarbeiterinnen des Arbeitsmarktservice ins Gespräch zu kommen. Daher machten wir uns auf zu unserer ersten Tour durch Oberösterreich, bei der wir vor verschiedenen AMS-Filialen Aufklärungsarbeit vor Ort geleistet haben. Bei unserer zweiten Tour lag der Fokus auf migrantischen Communities, da diese überdurchschnittlich oft vom Algorithmus diskriminiert wurden. Um das abstrakte Problem dabei greifbarer zu machen, haben wir eine Maschine gebaut, die nach den unfairen Kriterien des AMS-Algorithmus entscheidet. So konnte man sich selbst amalgamaten, per Clipschalter seine Chancen ausrechnen und sehen, dass man in den meisten Fällen eben verliert. Im Zuge unserer Tour wurde uns berichtet, dass Mitarbeiterinnen der Algorithmus nach wie vor angezeigt wurde und das, obwohl er offiziell schon ausgesetzt war. Viele hatten auch Sorge, dass Menschen, die der Algorithmus mit sehr hohen oder sehr niedrigen Chancen bewertet, nur noch automatische Leistungen bekommen könnte, ohne jegliche persönliche Beratung. Und am Ende ist es wieder nur darum gegangen, Geld einzusparen. Um unser erworbenes Erfahrungswissen noch einmal empirisch und wissenschaftlich zu unterstützen, haben wir uns in Fokusgruppen mit AMS-Mitarbeiterinnen und Kundinnen getroffen und das Ergebnis in einem Bericht festgehalten. Die letzte große und sichtbare Aktion ist nun eine Plakatkampagne in der Landeshauptstadt Linz. Die Plakate hängen in der Nähe des AMS und an großen Ausfallstraßen. All das trägt hoffentlich zu einem besseren Verständnis dieses unfairen Systems bei. Vor allem auch bei jenen, die damit arbeiten und denen, die direkt davon betroffen sind.